Ach, der letzte Versuch war ja enorm erfolgreich. Ich probiere jetzt mal was Neues. Und zwar habe ich gleichzeitig, während ich spiele, noch Kopfhörer auf meinem anderen Rechner im Gehörgang. Ich möchte eigentlich einen Port. Jetzt kann ich aber den Port machen. Ah ja, interessant, sehr interessant. Ich spiele dann nochmal eine Runde. Ich versuch's nochmal. Nee, ich habe diesmal was anderes gemacht, gerade für dieses Let's Sprung, wo es nicht ganz so wichtig ist, dass ich ja absolut 100% korrekt spiele. Ich habe nebenbei noch so kleine, nicht mal In-Ear-Kopfhörer, das sind so eine anderen Kopfhörer im Ohr. How long will you survive? Nicht besonders lange. Diesen Baum, da kenne ich schon, der steht da nämlich immer. Ja, lass mich in Ruhe, Maxwell. Ich mag dich nicht. Weil der habe ich, glaube ich, hier hingeschickt. Der Typ heißt übrigens Wilson, wie der Ball. Ist mir so im Nachhinein aufgefallen. Ich wusste das zwar eigentlich schon, aber irgendwie habe ich das wieder vergessen. Mir fällt gerade hier was ein. Ich muss mal kurz was gucken, ob hier was stimmt. Wenn nicht, kann ich mich gleich wieder neu anfangen. Nee, es stimmt alles. Ja, gut. Ich war mir nämlich nicht... Ah, ja, bleibt stehen, du Vogel. Ja, auf jeden Fall höre ich gerade Musik auf dem Ohr. Eigentlich ist es ein Livestream. Moment gerade. Flogging Molly höre ich gerade, Mensch. Weil, das ist mir so aufgefallen, wenn beim Zocken das... Mein größtes Problem ist, dass ich mich nicht bereit fühle, ist, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ach, naja, guckst ein bisschen Livestream, entspannst du dich dabei. Naja, da habe ich mir jetzt gedacht, hier gerade für... Ihr könnt die Musik leider nicht hören, so, ihr wisst ja rechtliche Probleme und so Zeug. Aber dachte mir so, ach naja, hörst du mal ein bisschen Musik beim Spielen. Ich habe noch neue. Ach, ich behalte meine Wissenschaftspunkte, das ist ja schön. Das möchte ich, die ich beim letzten Mal hatte. Und meine Erforschung. Die behalte ich auch. Das ist natürlich schön. Dann sollte ich vielleicht mich doch irgendwie anstrengen. Gleich als erstes. Ups, hier. Das heißt, ich kann mir auch gleich einen Hut bauen, oder? Ich kann gleich einen Rope bauen, das bringt mir ja nicht so viel. Warte mal, da möchte ich aber erstmal. Die Axt möchte ich definitiv haben. So. Ich finde, die Axt ist eigentlich eine super Einsatzgegenstand. Mir wurde auch der Tipp gegeben, dass ich erstmal irgendwie die Landschaft laufen soll und mir dann erst irgendwie eine Basis bauen soll. Oder ein Basis, ja, wie auch immer, das ist schon. Und ich soll mal gucken, was passiert, was passiert, wenn ich Tag 1, also besser Tag 1, wenn ich das Licht auslasse. Das mache ich dann auch mal, weil ich bin da echt gespannt. So, ich haue gleich mal diesen Spinnenbau da um. Auch wenn da Spinnen rauskommen. Ist mir egal. Ich will jetzt hier Morde will ich jetzt sehen. Ich habe meine Gründe dafür. Oh Gott, der Bau wird auch so lange. Attack! So, jetzt hier. Ach, da muss ich sogar klicken. So, das Monster mit lasse ich aber. Obwohl, ich nehme das Monster. Nein, das hab ich down, verdammt. Weil ich. Ich hab mich gerade überlegt. Go for the ice! Ich möchte das Silkzeug möchte ich haben, also die Spinnen. So, das Monster-Meat darf ich auf keinen Fall kochen, weil das werde ich dann wieder bitterlich bereuen. Man kann so ein Spinnennest mit durchaus weniger Verluste mitnehmen, als wie ich es letztes Mal gemacht habe. Meine Axt hat dadurch aber ganz einen Schaden genommen. Naja, es geht aber nicht noch. Views? Naja, gut. So viel zum Thema Musik hören. Nicht jetzt unbedingt so meine Musik, aber was soll's. So, versuche ich das diesmal mal ein bisschen straighter zu machen und ein bisschen vorwärts zu. Also ich habe mir überlegt, sobald ich diese Science Machine irgendwann mal wieder gebaut habe, dass ich dann mal versuche, so schnell wie möglich dieses Wiederbelebe-Dings zu erforschen. Das könnte eventuell irgendwie ganz sinnvoll sein. Weil ich weiß gar nicht, was ich dafür gebraucht habe, aber ich glaube, das war gar nicht so unerreichbar. Ich glaube, mein Bart hätte ich dafür gebraucht, also ich muss mindestens Tag 3 erreichen, damit ich mir dieses Wiederbelebe-Teil da leisten kann. Weil nach 3 Tagen wechseln ja der Bart, haben wir jetzt damit wieder rausgekriegt. Und das ist, glaube ich, jetzt mein Plan. Da gucken wir mal, was man sonst weiß. Ich meine, die Alchemy-Maschine hat sich auch ganz lustig angehört. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mir eine ordentliche Waffe zurücknehmen und eventuell diese komische Lockarm oder werde ich mir, glaube ich, auch bauen. Bevor ich hier. Wie kann ich den Rucksack tragen? Fällt mir gerade so ein. Das ist natürlich doof. Weil diese dummen Talbirds, Trollbirds, da, die haben mich ja doch ein bisschen aufgeregt. Obwohl ich der Meinung bin, wenn ich das Vieh da letztes Mal einfach nur totgeschlagen hätte, bis es umkippt, dann wäre das alles viel besser gelaufen. Und das wird die Axt nicht überleben. Ich brauche mehr Steine, verdammt. Also, das war ja Tipp Nummer 1, der mir gegeben wurde. Wirklich hier, also nicht nur Flint, also Feuersteine zu suchen, sondern wirklich richtige Steine zu suchen. Weil da würden zusätzlich noch Steine rauskommen, waren die Worte. Warte mal, ich glaube, ich könnte mir doch gleich wieder einen Hut bauen, oder? Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ein Survival. Trap, Backpack. Ich baue mir erstmal ein Backpack, ist immer gut. Das Problem ist, mit dem Backpack kann ich halt keine Rüstung tragen. Das ist so der... Attack! Ach, verdammt. Kann ich ja nicht schneller laufen? Nee. Verdammt. Das größte Problem ist, ich gucke gerade einen Livestream hier im Hintergrund. Die Person, die den Stream, wenn die spricht, habe ich mal den Drang zuzuhören, aber das ist natürlich total doof, weil ihr das nicht hört. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel hier. Na, das ist kein Minecraft, da muss man nicht die ganze Zeit einen eigenen Player sein. Ich wollte früher mal Minecraft-Let's Play machen. Fällt mir gerade so ein, aber das habe ich dann doch gelassen, weil ich bis zu einer Musik geschaltet. Im Nachhinein war es eine ganz gute Entscheidung, weil. Ich habe sogar zwei Minecraft-Videos auf meinem Kanal, fällt mir gerade so ein. Das ist unglaublich. Aber nee, Minecraft ist so ausgelöst, das möchte ich nicht tun. So. Das Kaninchen ist leider nicht da, das ist natürlich sehr schade. Aber hier. Ich bin einfach zu doof, diese Schmetterlinge zu fangen. Ich muss das irgendwie mal probieren. Oh, ist ja bald Nacht.
dann... Achso, ich wollte ja kein Feuer machen. Weil ich sollte vielleicht... Warte mal, ich shop mal kurz diesen kleinen Baum da noch um. Ich sollte mir vielleicht noch eine zweite Axt machen, weil ich ahne, dass da irgendwelche... Achso. Dass irgendwelche bösen Viecher des Nachts kommen. Und da bin ich doch schon mal sehr gespannt, was das sein wird. Oder ob mir einfach nur kalt wird. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich schlimmer, je länger, je mehr nächtig ich unterwegs bin. Das Gras ist ja so verdammt wichtig. Ich glaube, nachts sieht man auch absolut nichts. Würde ich mal so befürchten. Ich meine, das ist so... Hey, es gibt ein Lake. Make a fire. Gott, reden kann er heute auch nicht mehr. Ich habe mal überlegt, ob ich hier... Ich mache diese LOLcast. Also, wenn es nicht interessiert, dass das LOL ist, so ein MOBA-Spiel. Ja, und da habe ich mal überlegt, ob ich das mal auf Englisch mache. So ein Cast, den ich da normalerweise auch mal tue. Aber die... Das Problem war dann irgendwie, dass ich nicht so toll, richtig toll Englisch kann und naja. Ich frag mich übrigens, wie das Gras so schön abreißt, also so aus der Hand. Und das ist mir irgendwie ein Rätsel. So, ich hoffe, ich sterbe in der Nacht nicht. Und ich kann dann noch was tun, weil mir wurde zwar gesagt, wenn ich das Feuer mal auslassen würde, dann soll ich das auf jeden Fall in der ersten Nacht tun. Oh, was ist denn da? So, kommen denn die Spinnen her? Kommen die immer nachts oder leben die hier einfach nur? Weil wenn ich die abwechselnd... Nein, verdammt! Ich dachte, wenn ich die abwechselnd frage... das muss die Tüse kriegen, aber vorhin... Aber einer ist ja gar kein Problem, weil... Die können mir ja gar nichts. Haha! Warum kommen da nicht so viele raus? Ist hier irgendwo ein Nest? Kommen die denn alle her? Oh, langsam wird es echt dunkel. Oh. Da war übrigens ein Nest. It's so dark. Ohne Witz, es ist richtig dark. Warte mal, ich muss hier mal kurz... Oh, fuck. Gut, dessen sollte ich das Tag 1 machen. Also ich sterbe auf jeden Fall. Ich wollte mir gerade eine Fackel in die Hand ziehen. Ach Mann. Ah, toll. Ich hätte mir auch gleich sagen können, dass ich einfach sterbe dabei. Können wir gerne ein bisschen normal neu anfangen. Da! Gnarf! Da! Das hättest du mir auch eher sagen können, dass ich einfach nur sterbe. Ich dachte, da passiert was Tolles, wo ich noch was gegen machen kann. Ach Mann. Ah. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Vor allem, weil es ist... Ich meine, ich weiß es ja schon, aber ich mach... Jetzt kommt... Finger weg von meinem Busch! Stupid Bird! Warte mal, ich kürze das hier mal ein bisschen ab. Ich hol mal, Also Feuer machen ist anscheinend hochwichtig. Der spawnt doch irgendwie nur ab zu mal random, habe ich das Gefühl. Letztes Mal war er nicht da. Weil das Mal davor war er da. Ich sterbe einfach nachts. Das ist ja mies. Ist aber wirklich dunkel geworden. Also nachts draußen rumrennen ist keine gute Idee. Man stirbt einfach so. Ja, das ist natürlich... Ja, das Spiel ist generell ziemlich kompromisslos, was solche Sachen gehen, also... Stupid Bird! Kann ich... Warte mal. Okay, es rennt von mir weg. Ich wollte gerade sagen, vielleicht... Ich dachte gerade vielleicht, dass das Vieh greift mich nicht an, wenn ich... ich brauche mehr Feuerstein, danach kann ich hier weiterziehen. Ich dachte, das Vieh greift mich rennt eventuell nicht von mir weg, wenn ich keine Waffe in der Hand habe. Das wäre logisch gewesen, aber... Warte mal, ich baue dann schnell noch den Backpack, baue ich noch. Der ist ja immer gut. Aber ich jetzt kein... Nee, doch, ich habe noch genug Zeug. Genau. Ach, Mann. Wie gesagt, ich brauche mehr Steine, um hier vernünftig handeln zu können. Den Bienenstock, den traue ich mich ja auch nicht so richtig. It's buzzing, wenn ich Activity. Er summt, wenn er aktiv ist. Ja. Oder er ist beschäftigt. Naja. Ich sterbe einfach, wenn nachts kein Feuer an ist. Dessen sollte ich jetzt vielleicht auch zunächst mal an... Hey! Drecksvieh. Das wäre ja total unsympathisch, der tut da nicht mehr. Also es soll übrigens eine gute Idee sein, sich ein Speer zusammenzubauen. Habe ich zudem noch erfahren. Ey, wieso, was ist denn jetzt hier los? Jetzt geht's ja aber richtig Achterbahn. Wie viele Steine habe ich noch? 2. Ja, das ist nicht gut. Ich brauche mehr auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und die Inseln sind irgendwie mal rund, habe ich das Gefühl. Also, ich könnte ja auch mal eine neue Karte aus Spannungsgründen bauen, ne? Nein, verdammt! Ah, ich renne nur dran vorbei. Das Vieh hätte ich kriegen können. Ohne Probleme. Aber habe ich nicht. Also, doch nicht so ohne Probleme. Wo kommt denn hier nirgends? Was ist denn das da? Ach so, eine Biene. Warum landen die eigentlich? Nein, bleib stehen! Oh nein, das... Hä? Oh, fuck. Oh, gut. Gut, die Bienen kehren anscheinend einfach um. Okay, dann kommen rote Bienen. Das ist natürlich super. Ja, ich glaube, ich ahne ja, dass das Wülzen eine leichte Bienenallergie hat und deswegen sollte ich das vielleicht eventuell lassen, die Viecher zu ärgern. So lang. Geht das eigentlich schneller, wenn ich hier dauerklicken? Also, nächstes Mal renne ich mit einer Fackel rum. Das ist aber
Obwohl, na gut, die Fackel kann ich auf den Boden packen, ne? Dum, dum, dum. Ob ich jetzt in diesem Gebiet wieder zurückkehren kann, wo ich die Bienen geärgert habe, oder ob das... Ich meine, die Biene hat auch nichts fallen lassen. Das hat überhaupt nichts gebracht, so eine kleine Biene zu töten. Oh, tut mir nichts. Vor allem hätte ich mir jetzt einen Schlag... Nein! Schnell! Da kommt ihr dann her? Check. Schau mal, kann ich gucken, was für ein Video ist. Ja gut, aber die Bienen haben jetzt nicht den größten Verfolgungsradius. Das ist eigentlich ganz gut so. So, das ist schon der erste Stein. Zu dem wollte ich auch eigentlich hin, zum Stein. So, ich hoffe, der lässt doch gleich Gold fallen, weil das wäre auf jeden Fall recht sinnvoll. Bing, bing, bong. Jetzt hat wieder Gold fallen lassen. Nee, das nicht, verdammt. Ich dachte. Aber mit Rocks kann ich schon mal eine Menge mehr machen als so. So, Gras sammeln. Mal, wo hatte ich denn hier diesen dummen Hut? Rope. Ich konnte doch irgendwo einen Hut bauen. Wo ist denn hin? Ach so, da unten. Ach, was, da brauche ich noch mehr Gras für? Ich will einen Hut haben. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was der Hut bringt, aber ich möchte ihn einfach nur haben. Einfach, weil er lustig aussieht. Ich weiß zwar nicht, wozu der mich beschützen soll, aber hey, ich habe einen Hut. Also, einen Stein auseinanderbauen, also so ein Boulder, bringt mir definitiv meine Axt zurück. Also, weil das, ich habe jetzt hier wieder zwei Steine. Ja gut, jetzt habe ich drei, aber vorher hatte ich zwei, bevor ich losgezogen bin. Wenn man eigentlich mit so einer Spitzhacke angreifen kann, ich meine, die ist an sich spitz. Frag mich generell, wie er so eine Spitzhacke aus Steine baut, ne? Naja, muss das ja nicht übertreiben. Oder nochmal Steine. It's all piney, ja, ja, ja. Ja, Gras ernten ist echt ein Ärgernis. Ich bräuchte nämlich eine Sichel, damit das schneller geht. Mir ist einfach nicht nach warten. Das ist ja... Ich beschwere mich zwar immer, dass die Jugend kann nicht warten, aber ich kann auch nicht warten. Ich habe ja gar keine Geduld. Hat ja total keiner mehr Zeit, um irgendwie auf irgendwas zu warten. Dum, 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 dum. Zum Beispiel hier auf Bäume fällen. Das dauert viel zu lange. Andererseits frage ich mich dann, wie es dazu kommt, dass viele Leute der jungen Generation eigentlich so gerne Minecraft spielen. Ich meine, da muss man auch verdammt lange warten. So, mache ich mir jetzt ein richtiges Feuer? Nee, ich schleppe eine Fackel mit. Oder? Ich meine, mit einer Fackel bin ich mobiler, da kann ich weiter die Welt erkunden. Oh, noch ein Boulder. Oh, noch einer. Gott, das geht hier richtig los. Den Tag waren es irgendwie weniger. Dum, 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 dum. I can't do that. Klar kannst du kannst alles. Ja, es ist, ich glaube, wenn es hier so dämmert, dann kann man immer noch umherlaufen. Das ist gar kein Problem. Ich meine, ohne Probleme sieht man ja. Aber diesmal ist kein Gold. Diesmal ist kein Gold gefallen. I could down a prime of life. Hm. Das ist eigentlich sehr ärgerlich, dass die Tatsache mit den. Boah, wie viele Büsche hier stehen. Ein Buschreichtum hier. So. Diesmal bitte am besten nicht sterben. Oder brauche ich. Ach, da brauche ich Gras und Stöcke für. Also ich hätte nicht mal Bäume fällen müssen dafür. So. So. Kann mir gar nichts passieren. Ich bin völlig außer Gefahr. Anscheinend. Also, mir wurde gesagt, eine Fackel reicht. Oh Gott, man sieht ja gar nichts. Ich dachte, wie so eine. Naja, gut, Bäume fällen kann ich halt nicht mehr, ne? Na gut, ich renne trotzdem mal weiter und hoffen, dass ich hier noch irgendwelche lustigen Steine finde, bis die Nacht vorbei ist, oder? Ist das die Musik auf mein Ohr? Das ist schwierig, zwei Soundquellen gleichzeitig zu haben. Na, es ist der Sound aus dem Spiel. Also auf einem anderen Spiel, was ich halt im Livestream gucke. Aber ich ahne nicht, dass ich hier mehr als eine Fackel bauen muss, um die Nacht zu überleben. Ach, nachts. Nachts kann ich mit hoher Effizienz die Viecher jagen. Das ist natürlich schön. Aber man sollte auf jeden Fall die ganze Zeit Gras sammeln, wenn man hier nachts umherläuft. Weil wir sehen ja, ist nicht so cool. Aber man kommt keine Monster, also. Es könnte weitaus schlimmer sein, ne? Ist denn hier noch was? 3%. I can see again! Juhu! Und der Fackel ist auf jeden Fall sehr witzig. Also. Ja, zwei Fackeln reichen für die Nacht. Was brauche ich für die Fackel nochmal? Ach so, Sticks. Na gut, aber nur einen. Verdammt! Ah, das Vieh hätte ich mir schnappen können. Also die wohnen anscheinend in diesen Büschen durch. Hier ist anscheinend Map-Grenze. 50%, ja, das sollte für die Nacht reichen. Also zwei Fackeln brauchst du für die Nacht. I'm so hungry. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Scheiße, das habe ich ganz übersehen. Warte mal, ein paar Karotten am besten noch. Gut, dass er das sagt, nicht einfach umkippt. Ich halte das Spiel für fähig, dass wenn das Ding hier auf Null sinkt, dass der einfach umkippt, der Kollege hier, der gute Wilson. So, 100. Na bitte. Na bitte. 33. Muss die Nacht nicht länger aus. Ich will nicht mal vorbei sein. 17% hat meine Fackel noch. Ich würde ja sagen, ich bin nicht bereit, hier noch eine neue Fackel zu bauen, bevor das Ding alles ist. Aber ich ahne, dass ich dann trotzdem sterbe. Huh!
Alter. Okay, gut, nächste Nacht brauche ich ein Feuer. Das ist mir zu riskant hier mit der ganzen Geschichte. Das ist mir nichts. Da habe ich die ganze Zeit Angst, dass ich eines plötzlich in Ruhe sterbe. Das ist bei diesem Spiel immer so bitter, besonders wenn man noch keine Science Machine hat. Um wissen, irgendwas zu haben, was man offen. Ey, hier ist wieder dieser Weg. Der erinnert mich immer an den Zauber auf den Ost. Dann finde ich die Insel doch größer als. Also, ist das mal eine größere Insel als letztes Mal? Ich meine, da bin ich der Meinung, bin ich nicht so weit nach unten gelaufen. Aber eigentlich müsste es die gleichen Maps sein, weil ich habe gar keine neue erstellt. Ja, die. Oh, 17% reicht das überhaupt noch für einen Baum? Klack, 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 klack. 15% brauchst du ein großer Baum. Letztes Mal habe ich was mit 9% gesagt, ich weiß. Aber das war anscheinend falsch. Na gut, ich denke mal, ich werde da mal kurz noch ein paar Steine suchen. In der Hoffnung, dass dann irgendwann mal doch wieder Gold abfällt. Und dann werde ich mal die andere Insel da besuchen. Also die mit den Tall Birds. Weil ich sag, das wäre mir lieber gewesen, wenn ich vorher halt wirklich irgendwie ein bisschen den Speer entwickelt hätte. Da wollte ich ja letztes Mal hin. Ich wollte ja 100 Erfahrungspunkte sammeln. Das bin ich eigentlich nur losgezogen. Dann bin ich ganz dumm gestorben. Ja. Das war auf jeden Fall unglücklich. Aber man behält mal seine Fortschritte. Oh, da oben war ich ja schon. Mensch. Mit einer 2% Axt kann ich auch gar nichts machen, ne? Zack, klack. Ja, solange ich noch Steine habe, alles gut. 13 Stück habe ich noch. Alter Schwede, da kann ich ja noch alles mitmachen. Übrigens finde ich, dass die Kaninchen verdammt komische Geräusche machen. Klapp, 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 klapp. Und ich. Evergreen. Bling, 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 bling. Ach, schön. Ja, aber irgendwie gibt es hier gar keine Stöcke. Ich kann gegen den Baum rein. So, da ist so ein. Ach, der Baum ist gewachsen, das ist ja schön. Weil da hinten ist wieder der Bienenstock. Oh, langsam wird mein Immer. Ah, mehr als 40 kann man nicht auf einer Stelle lagern, alles klar. Gut. Ja, hier hinten summt es wieder, aber ich glaube, solange ich den Bienen gar nichts tue, tun die auch mir nichts. Ich glaube, ich muss irgendwann doch mal aufkönnen. Man kann ja auch. Nein, verdammt. Hier ist ja so ein Bienennest, aber das tut mir ja nicht viel. Die scheinen ja generell nur von alleine nur in der Dämmerung rauszukommen, oder wenn man ihre Nester haut. Ich sollte vielleicht nicht so achtlos an die Blumen vorbeigehen. Ich meine, auch wenn ich jetzt schon den ersten, nennen wir es mal einfach mal Stack aus guten alten Minecraft-Zeiten, voll habe. Das Samen? Hatte ich nicht eigentlich schon mehr? Also, na gut. Naja. Ja, Bissing Männer. Attack, ja, natürlich. Die Axt ist, klapp, 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 klapp. Ah, ich traue diesen Bienen nicht, wenn die da angeflogen kommen. Vor allen Dingen habe ich mal Angst, dass ich auf so ein Vieh anklicke und dann angreife. Also ein Vieh, was ich wert. Ich meine. Kaninchen angreifen ist ja nicht gerade die feine Art und Weise, aber. Stehen bleiben! Verdammt. Go for the ice! Ja, also, das durch Zufall will dieses Vieh sowieso in die Richtung, wo ich auch. Ich habe 21 Gräser, das ist ja schön. Guck mal, noch eins. Ich denke nicht, dass ich die fangen kann. Vor allen Dingen, ich hatte ja schon mal die Möglichkeit, so eine. Hey, wie viel es davon gibt? Kein Wunder, dass es hier nirgendwo Bären gibt. Mann, 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 Mann. Wie viel Holz habe ich? 20. Also ich habe von allen eigentlich ziemlich viel, außer Essen. Kein Wunder, dass das Spiel Don't Starve heißt. Also Essen gibt es hier jetzt nicht so unendlich viel. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass irgendwann das Zeug alle ist. Aber hier so ein Fasan. Fasan? Fasan? Fasan! Genau, so werde ich es aussprechen. So ein Fasan, würde ich sagen, ist vielleicht eventuell ist schon mal gar nicht schlecht. Ist auf jeden Fall eine gute Nahrungsquelle. Ich habe sogar 12 Feuersteine. Aber ich glaube, ich habe die einzigen drei Blöcke Steine, die so viele Insel gibt, irgendwie gefunden. Dann werde ich wohl die Insel wechseln müssen. Ah, da hätte wirklich eine Fackel gereicht, um durch diesen Inselumgang. Wie kostet eigentlich so ein normales Feuer? Naja, das geht aber auch noch. 2 Gras und. Ah, das ist ja nicht, jetzt nicht unbedingt so absolut überlebenskritisch. Also, das ist ja. Also, 2 Holz ist jetzt ja nicht gerade die Menge, die man nicht mal vorrichtet. Ach, siehst du, Holz kann ich nur 20 übereinander stapeln, Mensch. Die zweite Nacht ist auch bald vorbei. Aber trotzdem. Da vorne ist wieder ein Grünstreifen. Ach komm, die Baum nehme ich auch noch mit. Ach ja. Läuft auf jeden Fall wunderbar hier. Ich habe noch kein verdammtes Gold gefunden. Also, ja. Das bessere Feuer würde ich ja auch mal machen, aber dafür müsste ich, glaube ich, erstmal die besseren Steine entwickeln. Ich denke mal, man kann schon mit einer gewissen Taktik vorgehen. Fand ich einfach ernst. Sah das hier letztes Mal nicht anders aus? Also ich bin der Meinung, letztes Mal sah die Insel, die ich hier hatte, anders aus. Oder die Kamera hat weiter raus, je mehr man von der Welt gesehen hat. Das könnte natürlich auch sein. Warte mal, ich bin schon wieder hungrig. Ich sollte vielleicht den Morium aufheben, um Bienen zu. Um Karnickel zu fangen, fällt mir gerade so ein. Oh, der Baum. Die Axt hat sowieso nur noch 6%. So, jetzt kann ich meine nächste Theorie überprüfen, da war ich nämlich auch nicht ganz sicher.
ob nämlich die Axt, also ob der Baum sich das merkt, wie oft ich ihn schon gehauen habe. Weil da war ich mir nicht so ganz sicher. Und 8% habe ich verbraucht und vorher waren 6% drauf. Das sollte passen. So, mit O. Ich renne da mal diesen langen Gang lang. Lang, wie es nur geht. Diese schwarzen Krähen. Ich muss auf jeden Fall mal so die komischen Fallen erforschen.